Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unexplored. Es geht weiter. Mal schauen, was wir auf dieser Etage finden werden. Wir haben immerhin schon 55 Gold zusammen, haben Stärke auf 14, das ist alles schon recht hilfreich. Und das Gold können wir für das nächste Mal benutzen, wenn wir sterben sollten. Oh, der hält ganz schön was aus, das Teil. Aua, und macht wirklich, wirklich, wirklich viel Schaden. Was ist denn da los? Ich würde jetzt gern mal. Na super. Können wir so nicht anschalten? So, anschalten, anzünden. Nein. Boah, es geht auch mal kaputt, Mann. Ist immer noch nicht kaputt. Ich glaub's ja wohl nicht. Oh, und ich lauf auch noch rein. Ah, das gibt's nicht. Problem. Problem. Was nehmen wir denn jetzt mal? Können wir noch irgendwas nehmen? Was macht denn das Wasser? Es erfrischt mich. Aber super, ein Lebenspunkt. Na, das wird ja. Das ist ja der totale Wahnsinn. Wow. Ich möchte aber gern wieder ein Schild, aber der wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr bringen. Das ist ja jetzt mega ärgerlich. Dann sind wir gleich schon wieder Geschichte, so wie es ausschaut. So, gibt's hier irgendwas? Wenn wir hier irgendwo auf eine Falle laufen, beziehungsweise ich irgendwo auf eine Falle laufe, dann ist vorbei. Och nee. Wow. Dass ich das überlebt habe, ist doch der Wahnsinn. Ah. Verdammt. Bei Jack O'Lantern getötet. Na super. Das hätte ich dann ja auch noch in die letzte Folge reinpacken können, aber man weiß es ja nie. Dann halt ein neues Spiel. Wieder auf Challenging und das lassen wir alles beim Alten. So. Und los. Detect-Magic-Spruchrolle können wir kaufen. Potions können wir kaufen. Eine Rüstung. Drei Piercing-Werte. Das lohnt aber nicht, oder? Das eine wert 3 ab, das andere 2. Dafür 50 Gold ausgeben? Ich weiß ja nicht. Bleiben wir mal bei dem, was wir haben. So. Eine Potion. Vielleicht bringt die ja was Gutes. Ausprobieren. Stärke. 13 wieder. Jawohl. Geht doch. Gold nehme ich doch immer. Die Viecher sind kein Problem. Was haben wir hier? Rationen. Oder Verpflegung. Autsch. Wo will ich hin? Ich glaube, ich könnte nach unten.
Aber ich werde erstmal. Hier geht es schon wieder eine Etage weiter runter. Okay, dann gehen wir doch mal, schauen wir doch mal. Erstmal die Viecher hier erledigen. Dann hier runter. Ah, nein. Nein, nein, nein. Kommt schon her. Müssen wir gleich aktiv angreifen, sonst gehen die nicht kaputt. So. Damit haben wir jetzt eine Tür geschlossen. Aber das will ich ja gar nicht. Sonst, da unten ist noch eine Kiste. Uiu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 
Da haben wir aber gleich. Wir haben ihn gleich. So. Erledigt. Hat sich das gelohnt? Ein Amulett. Das Amulett macht was? Irgendwas mit einer Eule. Das vielleicht irgendwas mit, gute Frage, besserer Sicht zu tun? Ich weiß es nicht. Die Tür ist verschlossen, aber das stört mich nicht weiter. Hier unten, nein. Moment. Genau, da war doch ein Schlüssel dabei. Und ich nehme erstmal hier unten die Tür oder den Durchgang. Super, ein Schalter in einem Raum, der die Tür schließt. Buch. Da, verschlossene Höhle auf dieser Etage. Der Schlüssel dafür befindet sich in so einem Gefäß, das aussieht wie ein Wolf. Verschlossen. Weil ich glaube, ich habe doch alle Gefäße kaputt gemacht, oder nicht? Da lag noch ein Buch. Das habe ich übersehen. Was sagt uns das Buch? Okay, Minotaurus. Das könnte ja noch spannend werden. Das ist auch alles. Ah, jetzt ist es aufgeschlossen. So, können wir auch hier jetzt überall reinschauen, weil wir haben Stärke 14. Nein, Gold nehme ich immer gerne mit. Hier gibt es nichts. Ein Schlüssel. Gut zu wissen, dass man auch zwei von diesen Gegnern auf einmal aufspießen kann. Claywolf. Kann ich das? Was kann ich damit irgendwas machen? Nee. Ich glaube, ich war jetzt überall, nie da unten noch nicht. Aber kommen wir da hin? Laufe ich da nochmal zurück? Ich glaube eher nicht. Gehen wir mal runter. Warum nicht? Level 3. Es war nicht die beste und cleverste Idee. So, ah, da können wir wieder was opfern. Da ist wieder so eine Potion. Ah, die hebe ich mir alle auf. Oder sollte ich die mal ausprobieren? Ach, probiere ich die mal aus. Leben! Ja, wunderbar. Da ist noch eine Potion. Gegengift. Noch eine Potion. Und wir brennen. Und wir brennen und brennen. Kannst du mal aufhören zu brennen? Oh, jetzt hör schon auf zu brennen. Was zur Hölle? Jetzt hör schon auf zu brennen. Oh, das war ja ganz schön mies. Noch ein Buch. Minotaurus befindet sich auf der Ebene 5.
Ja, ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass wir da so hinkommen. Ah, das ist echt ärgerlich, aber ich wollte es ja unbedingt. Ich wollte ja unbedingt Potion nehmen. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass die wirklich so viel Schaden macht. Also das Verbrennen. Zauberspruch. Ach, letzte Ration nehmen, was soll's. Dann können wir auch noch mal hier den Zauberspruch ausprobieren. Descent. Dann sind wir noch wieder eine Ebene tiefer. Na super. Aber wir haben keinen Schaden bekommen. Immerhin. Ich versuche das Positive hier zu sehen. Öl. Was soll ich denn mit Öl? Da können wir hoch. Da will ich jetzt nicht hoch. So, und hier? Nein. Natürlich nicht. Was? Da war doch was. Ration. Ich mache das mal anders. Ich lege das mal dahin, das dann dahin und das dahin und dann nehme ich mal eine Ration. Es wendet sich langsam wieder zum Positiven. Oh, ich sollte vorsichtig sein, wenn ich sowas sage. Damit geht die Tür auf. Dagger, ja, können wir mitnehmen. Ich weiß nicht, wird der auch verkauft, wenn wir sterben? Sieht jetzt nicht danach aus. Von daher könnte ich den auch eigentlich wegschmeißen. Was machst du? Magie aufdecken. Eine Axt! So, mal schauen. 12 Slashing. Also sind langsamer. Ach, dafür brauchen wir Stärke 15. Ja, das ist natürlich. Da sind wir Lichtjahre von entfernt. Ein Helm und ein normales Schwert. Helm. Der ist schon mal super. Und ich nehme dann das normale Schwert und den Dolch. So. Was haben wir aufgenommen? Schwert. Noch ein Schwert. Okay. Ich nehme dann wieder die letzte Ration. Ach nein. Okay, da machen wir nicht wirklich viel Schaden. Das ist halt. Schmeiße ich dem Ding halt den Dolch an den Kopf. Aua! Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Nein, 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 nein! Aber wir können das vielleicht auch ein bisschen austricksen, wenn wir einfach dahinter bleiben. Na, das muss mir aber auch erstmal einer sagen. Leben! Wow! Das hat uns jetzt aber gerettet. Spiner deactivated. Okay. Klick. So, du bist einfach. Oh. Sowas bist du. Bist du unzerstörbar? Ja. Das hatte ich mir schon gedacht. Können wir auch wieder was opfern? Was kann man denn da opfern? Kann ich hier so ein Kurzschwert opfern? Vielleicht sowas? Öl? Da bin ich noch etwas ratlos. Fackel, warum nicht? Aua! Verdammte Fallen.
Ah, verdammte Fallen. Verdammte Schwerter. Ja, genau. Ich stelle mich auch wieder an. Stärke. Warum nicht? Wir brauchten für die Axt. Ja, Stärke. Und dann nehme ich das Schild. Greift er an. Er haut auch einmal so im Kreis. Juwelier gefunden. Ah, okay. Ein paar Ringe können wir hier kaufen. Ja, nee, das ist diese Sicht, Tarnung, Hören. Nee, das ist alles, weiß ich nicht. Finde ich nicht so toll. Haste. Haste hört sich doch mal nicht schlecht an. Aber 20 Gold dafür? Also ich habe keinen Heiltrank mehr. Ich habe keine Ration mehr. Ach so, du bist der Händler. Ach so. Ah. Nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist, ich glaube, das wäre Verschwendung. Ich bin wohl, werde wohl nicht mehr lange am Leben sein. Deswegen. Warum etwas verschwenden? Das war der Raum. Okay. Dann, was gibt's hier Tolles? Ein Schalter. Haben wir wieder eine Tür geöffnet? Aber welche denn? Ha. So. Können wir hier unten raus? Und von hier sind wir ja gekommen, oder nicht? Nein, hier geht's hoch. Hoch will ich aber nicht. Ich will runter. Moment, hier. Ah, genau. Können wir den Schalter umlegen? Ach nee, damit schließt sich die Tür. Hier geht's runter. Noch irgendwas Interessantes? Nee, dann mal weiter. Also so tief waren wir noch nicht. Ich meine, ich habe zwar nichts mehr an Reserven und so, aber Fortschritt ist Fortschritt. Das gefällt mir ja gar nicht da lang. Das hier ist auch zu, ja. So. Und hier gibt es außer ein Tisch und ein paar Stühle nichts weiter. Supply, Supply. Ah, super. Ration. Wir haben nur 36 Gold. Ah, ich glaube, ich nehme da mal 1, 2, 3 Rationen. Ja, 4 Rationen. Und gleich mal was von nehmen. Vielleicht sind wir doch noch nicht am Ende. Was seid ihr denn? Macht mir das hier irgendwie Schaden? Nee, oder nimmt, soll das mir nur die Sicht nehmen? Oh nein, da sind noch mehr von denen. Könnte mich jetzt natürlich an den hier unten vorbeischleichen. Wachen die auch auf, wenn ich hier dran vorbeilaufe? Verdammt. Oh nein, wie viel sind denn das?
nein. Verdammt. Nein, 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 nein. So haben wir nicht gewettet. Verschlossen. Schon wieder alle Rationen verbraten. Ach, genau. Warum nicht noch mehr? Nein, wieso? Ja, genau. Wie viel Tausend gibt's denn davon? Lass mich doch in Ruhe. Komme ich hier vielleicht durch, wenn ich hier versuche? Aber da geht's ja nicht höher. Aua. Verdammter kleiner Mieser. Hilfe, Hilfe. Gibt's hier irgendwie? Hier gibt's nichts weiter. Das ist halt Schalter umlegen. Wow, da habe ich mich ja gekonnt drumherum geschwungen. Wieso hast du nicht getroffen? Wieso treffe ich denn nicht? Vor allen Dingen, was habe ich denn damit jetzt geöffnet? Oh, gepennt. Verdammt. Ich habe den Bogenschützen nicht gesehen. Ah, verdammt. Naja, das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, gebt einfach einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, wie es euch gefällt. Und bis bald.